wunderschöne alte Festung. Heute richtig geil hier in der Nacht gerade unterwegs an der alten Festung. Und nein, es geht nicht auf Aal. Es geht auf einen Spot, den der Devilus vor ein paar Tagen sogar schon im Discord gepostet hat. Mit einem fantastischen Bild, komplett voll mit Karauschen. Und dann gucken wir uns das doch mal an. Alter, jetzt mal ehrlich, Alter, das ist ja wirklich sehr schicki gemacht hier gerade. Geil, schön mit dem Nebel um den Mond da oben und so Sachen. Ja, alles klar. Also, ab an die Routen, wir wollen hier angeln. Und zack, da haben wir ja schon einen Lümmel auch dran. Und die hier, die holen wir auch gerne raus. Ich stehe hier schon eine Weile. Beziehungsweise ich stehe nicht nur hier, ich stand auch auf der anderen Seite von der Brücke ein bisschen, habe da auch ein bisschen probiert. Da sind dann allerdings sehr viele Rotaugen reingegangen und habe ich gedacht, nee, Rotauge-Algen müssen wir heute nicht fangen. Heute wollen wir schön auf Karauschen und gerne auch auf Schleien oder sowas in der Art. Und da habe ich gedacht, klar, Alter, ich ziehe hier erstmal die... Ich schneide das einfach raus. Ist ja schon unangenehm. Ich ziehe hier einfach ein paar Karauschen raus, Alten. Ich meine. Ich habe ja das Ding vorhin schon nicht rein. Also, da war hatte ich ja. Also, da, also bei der Trophy habe ich ja gerade erst das Programm angemacht. Es gibt schon die Theorie, dass das Game weiß, wann ich das Programm anmache. Kann es aber nicht. Das Programm läuft ja auf einem anderen Rechner. Aber bei der Trophy? Was soll ich denn machen? Was soll ich denn tun? Wenn doch hier die olle Trophy rangeht, Alden, dann holt sie doch raus. Petri, ihr Lümmels, zieht doch raus die Brocken. Alter, du kannst es dir wieder nicht ausdenken. Ich sehe die Kommentare schon wieder. Ich sehe sie schon wieder. Ah, leck mich doch am Damm, Alden. Da hast du, weißt du, da gehe ich hier schön auf dem Zweit-Account, schön mit dem Low-Level-Account hier, mit, ja, Level 19. Schön entspannt habe ich mir gedacht, komm, gehst mal an die alte Festung. Ist nicht normal, Alter. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Karauschen. Karauschen. Wunderschöner Fisch. Kann man gut und entspannt hier angeln. Und ich dachte mir, da waren wir stehen geblieben. Alden, gehst mal schön. Der Devilus hat das ja reingeschrieben hier im Discord. Schön mit 6er Haken den Spot hier beschrieben und was nicht alles. Und da habe ich gedacht, nee, Alter, ich hier 6er Haken, Alter, ich gehe doch nicht auf Kleinfisch. Und es waren tatsächlich einige kleine dran. Nix, ich baller mir einen 1er Haken drauf, Alter. 1er Haken und gib ihm. Ja, scheiße, was 1er Haken. 1er Haken hat mich erstmal bis da hinten quer hier lang gezogen und irgendwann ist er ausgeschlitzt. Da war mit Sicherheit ein ganz dicker, fetter Schuppi drauf, Alten. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Und dann habe ich jetzt hier zurück zum 6er Haken, 4er Haken. Wir können ja mal eben kurz reingucken. Ich stehe jetzt hier mit einem 6er Haken. Ich hatte hier schon Futtermische drin. Ich habe jetzt hier circa 20 Bällchen Futtermische rausgeballert. Wie lange ich hier stehe, können wir auch gleich schon mal gucken. Genau, fast eine Stunde jetzt hier. Und hier gucken wir auch gerade noch mal rein vom Set. Genau, hier ist der 4er Haken drauf. Hier teste ich gerade Haferbrei. Ich teste gerade verschiedene Köder noch durch. Mais.
Mais hatte ich auch schon dran, war auch nicht schlecht. Perlengraupe hatte ich auch gerade schon. Eine dicke, fette Karausche. Jetzt aber gerade ein bisschen Flaute. Ist das geil mit dem Mond, ne? Schön entspannt hier am Angelspot. Und der Mond steht da drüber. Sehr, sehr nice. Ja. Und ein bisschen hier schippen zwischendurch. Und es lübt auch mit Mais. Guck mal, jetzt hier gerade Perlengraupe geht auch rein. Einfach verschiedene Teige testen. Regenwurm hatte ich auch schon getestet. Na, war nicht so ganz. Alter, ist da gerade was gesprungen? Das ist ja geil. Tja, aber... Na, jetzt entscheide dich allen. Konnte den Haken doch nicht schlucken, war der zu groß? Ich lasse einfach nochmal hängen. Ja, wir haben jetzt so langsam ja die frühen Morgenstunden schon bald wieder. Also im Großen und Ganzen lübtet. Halten wir das einfach mal fest. Die Stelle lübt. Funktioniert gut, kann man machen. Wenn man hier mit ein bisschen fetterem Setup dran geht, zack, gehen auch die Schuppis rein. Aber so mit einem entspannten Setup, ich würde sagen, bis Vierer Haken sieht das wirklich ganz vernünftig aus. Man zieht einiges raus. Das hier waren, wie gesagt, die Anfänge. Direkt auch nochmal ein Schuppi. Dann auch ein paar Schleien hier an der Stelle, auch auf Brot. Das ist übrigens der Hauptköder gewesen, auch beim Devilus. Der hatte die ganze Zeit einfach nur Brotteig. Hier bin ich dann, hier hatte ich zwischendurch mal einen Regenwurm mit dran gemacht. Dann rüber zu dem anderen Spot auf der anderen Seite. Und das war mir dann aber hier so mit kleinen Giebeln und Rotaugen und sowas, hatte ich dann nicht so Lust drauf. Zack, wieder zurück. Und dann ballert das hier gerade so schön rein. Kommentarlos einfach, so ist es nun mal. Kann man nichts machen, man muss einfach rumprobieren und fangen. So, ja, und dann würde ich sagen, gucke ich hier einfach nochmal ein bisschen, was geht und teste einfach verschiedene Köder. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit. Wobei, wie gesagt, der ganz günstige und gerade wenn man hier Level 12 ist und man sagt, okay, ich will mal auch an der alten Festung mit Level 12 ein bisschen was angeln, ist das ja hier gar nicht verkehrt. Man kann ja schon, wenn man Grundangeln Main ist und Grundangeln hauptsächlich macht, kann man höchstwahrscheinlich schon die Karauschen-Futtermische herstellen. Ich habe hier vorne ungefähr, weil ich ja Futtermische verwendet habe, auf 10 Meter geklippt. Das heißt, man landet hier, ja ungefähr, wo hier die Rutenspitze, wo hier so ungefähr die Rutenspitze jetzt ist, in diesem Bereich landet man drin. Dann sinkt das alles natürlich noch ein bisschen ab. Also an der Spitze von der Entengrütze da vorne. Ist, glaube ich, eine ganz gute Entfernung. Schmeckt bisher. Und ja, im Idealfall macht man dann eben mit den verschiedenen Fischen auch noch ein paar Kaffeeaufträge. Klar, gucken wir gleich mal, was das denn so gebracht hat. Ich würde sagen, ich angle hier noch ein bisschen weiter. Vielleicht sogar bis in den Mittag rein. Wäre ja nicht so verkehrt. Auf jeden Fall mal die Morgenstunden noch mitnehmen. Morgenstunden, Abendstunden, immer ganz wichtig, dass die halt gut funktionieren. Und wenn die halt gut funktionieren, ne, deswegen die Zeit immer schön mitnehmen. Guck mal da, hier ist auch irgendwas dran, oder? Auf der 1, ganz normal auf dem Brot wieder, siehst du auf der 3 auch. Und zack, jetzt gehen sie alle nacheinander. Kurz vor 5, der Fisch lübt. Direkt wieder rausgeschmissen. Alter, der hat aber auch Bock. Oh, das ist eine Schleie, ne? Schön. Schleie auf Haferbrei. Gerne mehr davon. Das ist halt das Geile beim Rumtesten. Man hat auf einmal random... Oh, auch nochmal eine Schleie. Oder ne? Fette Karausche. Sehr schön. Auf Perlengraupe. Ja, das schmeckt einfach. Das schmeckt einfach. Und da bin ich wirklich gespannt, ob da noch ein bisschen mehr geht. Darf gerne, gerade mit den verschiedenen Ködern, wie gesagt, Maiskorn war jetzt nicht so der Burner. Hatte ich halt schon durch, aber bisher ist es ganz okay.
mit Brot, Hafer, Perlengraupe. So, bis gleich. Ja, das ist auch wieder so ein Dingen. Jetzt gerade fällt es mir wieder auf und ich hatte es tatsächlich auch jetzt die Tage im Livestream auch nochmal angesprochen. Gerade beim Grundangeln ist es manchmal so, dass man dem Fisch irgendwie manchmal die Entscheidung abnehmen muss. Hatte ich wirklich den Eindruck. Und zwar die Entscheidung, beiße ich jetzt endlich zu? Oder bleibe ich irgendwie noch gefühlt 10 Minuten länger vor dem Köder stehen im Wasser und kann mich einfach nicht entscheiden, das Ding zu fressen oder nicht. Also ganz häufig halt beim Grundangeln, wie gesagt, ja jetzt die Tage war ich ja auch nochmal hier mit dem großen Account unterwegs, auch hier an der alten Festung auf Amur und Co. Und auch da wieder so mehrfach diese Situation, du hast die Grundrouten ausgelegt, es tut sich einfach nichts. Nehmen wir jetzt mal hier Route links und rechts. Die in der Mitte ist ja gerade, da ist ja was dran. Und dann gehe ich halt in der Regel hin, Y-Taste und so, zack, einmal kurz ranzuppeln. Und auch hier Y-Taste und einfach mal ganz kurz, zack, anschlagen. Weil wenn das, ich habe echt den Eindruck, dass dann wirklich ein Fisch da generiert ist. Und jetzt guck auf A1, auf einmal ist da was dran. Als ob man dem Fisch irgendwie sagt, Alter, ich nehme dir den Köder gleich weg, wenn du das Teil nicht gleich frisst. Weil, also wirklich, als ob sich, oder ob sich das Game verschluckt, oder weiß der Geier, aber ganz häufig, dass dann wirklich, oder in dem Moment, wo man so ganz kurz zack, antippt, zack, zieht es auf einmal runter und der Fisch hat das Ding dann direkt gefressen und zieht ab damit. Was ich andererseits auch manchmal mache, ist, wenn sich so ein Fisch einfach auch hier wieder nicht entscheiden kann und 10 Minuten zuppelt, da kriegt man ja Puls bei sowas, ne? Oder wenn du dir das mal anguckst, Ingame-Zeit, darfst du das nicht ausrechnen. Dann mache ich das Gleiche. Ich zuppel dann einfach mal. Und entweder ist er dann weg und gibt den Köder wieder frei, dass dann ein anderer dran kann. Oftmals hast du da ja auch gerade so uninteressante Fische dran, olle kleine Rotaugen oder sowas, die dann ewig lange daran rumzuppeln und die belegen dir ja quasi eine von deinen drei Möglichkeiten, einen Fisch zu fangen. Und da kriege ich halt Plack. Also das ist ja echt das Allerschlimmste. Da hast du dann in-game-zeitmäßig fast eine Stunde vergeht dann im Game, wo du mit dieser einen Route nicht die Chance hast, etwas zu fangen, weil der eine Fisch sich einfach nicht entscheiden kann. Dann lieber vertreiben, zack, wegscheuchen oder neu auswerfen und sagen, alles klar, ich fange lieber jetzt direkt den nächsten. Weil das ist immer für mich das Schlimmste beim Grundangeln. Fische, die sich nicht entscheiden können oder die halt dann, wie gesagt, ewig lange rumzuppeln, einfach nicht zubeißen können. Geht gar nicht, Alter. Geht gar nicht. Ja, ich hatte jetzt hier auf dem entscheidungsunfreudigen Köder. Ich hatte hier nochmal den Quarkteig auch nochmal dran gemacht. Ich habe hier zur rechten Grießbrei auch nochmal drauf gemacht. Muah. Sieht schon mal ganz gut aus mit dem Grießbrei. Guck mal, hier schon so ein Fallbiss. Jawohl. Auch ordentlich Gewicht dabei. Sehr schön. Auch wieder über ein Kilo. Das ist schon mal schön. Die nehmen wir doch gerne mit. Mittlerweile gar keine Mische mehr hier in den Routen drin. Aber der Spot ist ja immer noch aktiv mit der Futtermische. Mehr als 10 Bällchen jetzt hier über die Stunde verteilt. Mit reingeballert. Also es ist aktiv. Ihr seht, gerade ausgeworfen den Grieß. Zack, sofort wieder was dran. Gerade schwächelt es hier ein bisschen. Und natürlich anschlagen, ne? Wenn ihr Ausschlitzerprobleme habt, Steuerung, rechte Maustaste, immer anschlagen. Mehrfach jetzt auch wieder getestet. Ohne anzuschlagen. Also ich habe eine deutlich höhere Ausschlitzrate. So, 9 Uhr gleich. Das sieht auch ganz gut aus. Frequenz ist auch ganz gut da. Lübt 69 Fische schon mittlerweile jetzt. Ich bin natürlich auch schon, wie gesagt, ja über eine Stunde hier dran. Ja, Wolski. Und ruhig zweimal anschlagen oder sowas. Dreimal, zack, wenn ihr euch unsicher seid. Oder wenn der Fisch gerade so übelst am Abziehen ist,
Da könnt ihr nicht wirklich anschlagen, gerade wenn das Viech dann im roten Bereich ist. Dann, dann halt ein bisschen warten. Wenn er zieht, wenn er hart wegzieht, schlitzt er eh in der Regel nicht aus. Sondern dann, wenn er wieder, wenn er ein bisschen locker lässt, dann hat er halt die Chance, dass der Köder bzw. der Haken dann aus dem Maul wieder rausflutscht. Ne? Zack, siehst du auch hier wieder gerade ausgeworfen, geht sofort wieder los. Ja, das macht einen guten Spot natürlich aus. Da macht das Angeln natürlich auch Spaß. Wenn dann das Silber natürlich auch noch stimmt, ist es natürlich richtig gut. Schauen wir natürlich gleich rein. Ich ziehe jetzt hier nochmal ein bisschen was raus. Nochmal anschlagen. Der hat auch irgendwie ein bisschen Bock. 1-1er. Also auch hier die dicken, fetten Brocken auf dem Quarkteig. Ja. Quarkteig kann man leider erst machen, wenn man am Level 16 Gewässer, am Koori schon ist. Aber ansonsten, die anderen Köder funktionieren ja auch. Also, rausziehen und wir sehen uns dann gleich beim Shoppen bzw. Verkaufen wieder. So, jetzt aber auch wieder mal zurück hier. Weißt du, jetzt stand ich hier auch wieder bestimmt 5 Minuten einfach nur rum. Und der letzte, der 85. Ich wollte ja, dann habe ich ja, komm, mach's auf 85 voll. Der hat einfach nicht gebissen. Katastrophe, ne? Da haben die auch gezuppelt ohne Ende. Katastrophe, Alter. Der wollte einfach nicht beißen. So. Also, was haben wir denn hier? Guck mal, wir haben Karauschen drin. 7 Stück. Passenderweise 85 Minuten noch drin. Also, Karauschen ab 1 Kilo. Sortieren wir natürlich nach Gewicht, hauen hier 7 Stück rein für 69 Silber. Also knappe 70 Silber im Sack. Was hatten wir noch? Kleine Rotaugen, das wären 5 Stück. Passen die hier rein? Nee, ne? Passen nicht. Also tun wir sie hier rein. Jawohl, da sind wir also bei 80 Silber, Lauben hatten wir nicht, Döbel hatten wir nicht, Brassen und Schleien alles nicht, Güster nicht. Ein Giebel leider nur dabei, alles klar. So, also, knappe 80 Silber schon zusammen und das Ganze ja hier in einer Stunde 20 sind wir also bei rund 190 Silber, alleine nur mit dem ollen Karauschenangeln. Kann sich sehen lassen. 2 fette Trophies auch noch dabei gewesen. Kann man machen. Einfach easy auf dem Brotteig. Also rausziehen, ihr Lümmels. Petri zusammen. Und nicht vergessen, wenn noch nicht geschehen, den Kanal zu abonnieren. Daumen da lassen, die Glocke reinballern. Und dann habt ihr auch direkt beim nächsten Mal, beim nächsten Video die Info, wo wieder was geht.